vielen verschiedenen Klängen einfach. Also grob gesagt könnte man, es gehört zur Weltmusik auf jeden Fall dazu und hat viele Gypsy, Klezmer, Jazz, Klassik, Funk, was weiß ich. Also es kommt einfach, es ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Sachen. Alle Sachen, die uns irgendwo beeinflusst haben, musikalisch. Und da, wir kommen von der Klassik her, da klar durch die Instrumente schon. Dann eben viel von der israelischen Musik beeinflusst worden über den Daniel Hoffmann. Aber ich meine, wir sind jedes Jahr zum Beispiel auf dem Weltmusikfestival Rudolstadt, hören jedes Jahr tolle Klänge aus aller Welt. Und was uns dann gefällt, hören wir natürlich auch extrem viel, versuchen wir, oder wenn es uns Spaß macht, spielen wir das. Und das fließt dann natürlich alles mit ein. Das waren die Anfänge, ja. Ich meine, es gibt ja auch Apokalyptiker und da habe ich mich schon ganz früh dafür begeistert und habe mit meinem Vater da ein bisschen was gespielt und rumgeschrubbt auf dem Cello und wir zwei und davor haben wir halt mit der Familie Straßenmusik gemacht im Urlaub, um was weiß ich, Pizza-Essensgeld zu verdienen. Bei der letzten Jahreshauptversammlung ist ja unser bisheriger Vorstand zurückgetreten und da habe ich mich entschlossen, einen ersten Vorstand zu machen und die Vereinsarbeit, besonders für die Veranstaltungen, auf mehr Mitglieder zu verteilen. Wir haben inzwischen eine Programmgruppe, die für das Frühjahr und den kommenden Herbst schon ein sehr interessantes Programm zusammengestellt hat, unter anderem mit Größen, die sonst eigentlich auf dem Gitarrenfestival auftreten. Die Örtlichkeit des Hitekino und die Möglichkeit dort für Kick zu mieten, das hat sich inzwischen geklärt. Also wir können zu den wesentlichen gleichen Konditionen wie vorher ins Kino rein und wir werden auch andere Veranstaltungen von irgendwelchen Local Heroes, zum Beispiel CD-Release-Partys, die nicht ins Kick-Programm reinpassen, im Citykino mit den Bäumlers zusammen unterstützen. Das Programm vom KIK im Frühjahr und im nächsten Herbst hat eine große Bandbreite. Das ist vor allem dem Programmteam zu verdanken. Da sind eben Jazzer bis Weltmusiker auch Mitglieder. Wir haben zum Beispiel als erstes Konzert einen echten Blues, als zweites Konzert eine sehr interessante Gruppe, Smokestack Lightning, die ein Modern Country ganz anderer Art bringt. Dann kommt eine Gruppe, die brasilianische Musik in fünf verschiedenen Stilrichtungen macht. Le Clou mit Mississippi Cajun Swamp Musik, also wirklich für jeden etwas und auch immer ein bisschen garniert mit Local Heroes. Hersbruck TV, wir sehen uns. Hersbruck TV, wir sehen uns.